Jo Leute, was geht? Freunde, heute willkommen zu einem neuen Video auf dem ID-Kanal. Ich weiß gar nicht, was mit der Begrüßung abgeht. Heute reagieren wir mal, Leute, auf CCTube Driving Fails and Road Rage und zwar Idiot in Cars 84, Leute. Wir schauen uns mal heute an, was so im Bereich, international, Leute, im Bereich der Dashcams abgeht. Und da schauen wir uns ein paar Leute an, die den Führerschein offensichtlich im Lotto gewonnen haben. Deswegen check gerne den Kanal aus und ich würde sagen, wir schauen uns das Video direkt Let's Go an. So, okay, Freunde, ich werde mir übrigens hier versuchen natürlich zu beherrschen, Freunde, wir wissen natürlich, dass hier die meisten Fails stattfinden, aber sonst, ich war ein bisschen emotional in den letzten Videos, ich versuche es ein bisschen runter zu pegeln, okay, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, let's go. Okay, alter Schwede, okay, also wer war jetzt schuld, ich weiß nicht, hier ist keine Ampel und hier ist ein, boah, das ist jetzt echt schwierig, ne? Es kommt ja aufs Land an, ne? Wir haben zwar einen Zebrastreifen, aber in Polen ist das so. Und das meine ich jetzt ernst, Leute. Da ist fast meine Mutter überfahren worden. In Polen gilt der Zebrastreifen nicht, dass du anhalten musst. Nicht wie in Deutschland. In Polen gibt es auch kein rechts vor links. Ich habe keine Ahnung, wie wir fahren. Ich habe keine Ahnung, wie wir fahren, wenn da kein Schild ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da muss man auf jeden Fall bei gewissen Ländern, Zebrastreifen heißt nichts. Das heißt, die Fußgänger dürfen nur da drüber gehen, aber ja, also da sollte ein Auto definitiv nicht hinfahren. Nee, das ist die falsche Location. Und habt ihr das gerade gesehen? Dort im Hintergrund ist schon, kommt einfach so ein Krankenwagen. Der ist schon ready. Der ist schon ready, Leute. Boah. So, 2021 im Mai geschossen worden. Ui. Wo ist das, in welchem Land? Ist das jetzt in, der rollt einfach weiter. Yo! Bro! Wie geht das? Wie hat er das gemacht? Ich frag mich, wie er das hingekriegt hat. Das ist GTA 5. Yo, als ob, Alter, was? Warte, ist das da Polizei hin? Ist das Taxi? Ich weiß nicht mal, welches Land das ist, aber sieht mir nach Korea oder China aus. Da oben ist ein Sony Ericsson-Logo. Was? Sony Ericsson? Das ist ein Auto. Sieht ein bisschen so aus. Aber immerhin ein VW. So. Oh! Das ist Polen, Freunde. Ich sehe jetzt schon kommen, was passiert. Jesus. Das ist Russland, glaube ich. Ja, das hört man. Alter, was ist denn da passiert? Bin wahrscheinlich frisch zusammengekommen. Das ist wieder Polen. Hey, warum quetscht er sich denn da durch? Also, wir haben schon zwei Clips in Polen. Ich sag ja nicht, dass es Polen super sicher ist, ne? Ist Gegenteil. Aber es gibt auch manche Idioten. Und das ist jetzt wieder in Russland, glaube ich, gewesen. Ja. Das sieht mir auch wieder nach. Nee, das ist wieder Russland. Alter! Wow, gute Reflexe, mein Freund. Der hat richtig gute Reflexe gehabt. Sehr schön gegengelenkt. Och nö. Wer ist jetzt schuld? Ja, die von da außen gekommen sind, ganz klar. Ganz klare Sache. Okay. Ach, meine Güte. Mensch, Kollege, das gibt's doch wohl nicht. Oh, das sieht wieder nach Polen aus. Ja. Boah, Leute, ich krieg da so einen Hass. Wenn ich sehe, diese doppelt gestreiften Dinger, da darfst du nicht überholen. Was macht denn der jetzt? Hallo? Dabei, geh nach hinten. Hey, was macht der denn da?
Überhol den doch außen rum. Ey, ach, das ist eine Einbahnstraße. Das ist eine Einbahnstraße, der fährt auf der voll falschen Stelle. Naja. Oh nein, 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 nein. Da sitzt doch jemand drin, oder? Ach, der guckt. Ist da was? Nö, Digi, ist nichts. Fahr ich einfach wieder. Ja, er fährt einfach weiter. Er fährt einfach weiter. Alles klärchen. Oh nein. Ah, natürlich, Leute. Ganz wichtig zu sagen. Bei dem Video ist natürlich niemandem was passiert. Das ist ganz klar. Allen Leuten geht's gut. Wow. Ich kann gerade nicht verarbeiten, wer bei was schuld ist. Ich gucke einfach nur hin. Da ist ein Uber. Okay, wir haben einen Uber-Fahrer. Ist das ein Audi? Ist ein neuer Audi, ne? Ein Uber-Fahrer in einem Audi. Schick. Alter! Was ist denn da los? Jetzt kommt der eine. Bruder, mein Auto! Boah, der eine hat's aber den Reifen komplett rausgeschallert. Reifen von der Felge sogar. Yes! Mission erreicht. T-Bone. Wisst ihr, was ich nicht so verstehe? Ich verstehe Folgendes nicht. Was bringen diese Zäune? Also, die sollen safe davor schützen, dass man jetzt nicht gegenseitig kollidiert. Oder vielleicht schützt sie auch, dass Fußgänger nicht über die Straße laufen. Aber im Großen und Ganzen sind die auch irgendwie unnötig. Der Hund, die Katze. Der Hund, die Katze. Was war das? Ein Hörspiel. Der Hund, die Katze. Bam. Die Maus. Nein, ey, Kollege. Oh, wow, er biegt nicht mal ab. Holy moly. Okay, der will sich dazwischen quetschen. Der auch. Leute. Das ist in Russland mal wieder. Ja. Das sieht man an den Kennzeichen. Oder? Sieht danach aus, ne? Ja, ja. Aber es ist schon hart. Also dieser Wohnblock ist schon irgendwie runtergekommen. Bam, erstmal anstoßen. Dann weiß man, dann ist man richtig. Ja, und jetzt haut einfach ab. Okay, jetzt ist grün. Bedeutet, du darfst jetzt rechts abbiegen. Den juckt das offensichtlich gar nicht. Den juckt das überhaupt nicht. Mann. Alter, er kann sich aber auch nicht entscheiden. Aber er ist der ihm aufgefallen ist, am Ende schuld. Muss man auch sagen. Man muss Aufmerksamkeit genug haben, um zu bremsen. Hä? Das habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Ist der Mitsubishi-Fahrer jetzt schuld? Der ist doch der Erste, der reingezogen ist. Oh, sowas mag ich nicht, sowas mag ich nicht, sowas mag... Oh, weißt du, was ich am meisten hasse? Ich hasse Folgendes am meisten. Leute, die einen Unfall verursachen und am Ende ohne Schaden dastehen, weil dann bezahlt dir die Versicherung gefühlt nichts, wenn du dein eigenes Auto, glaube ich, nur beschädigst und der dann Fahrerflucht begeht. Dann kannst du nämlich sagen, ja, da ist jemand gewesen. Ja, haben sie ihr Kennzeichen notiert? Nee, nee. Ja, dann haben sie wohl einfach selbst die Kontrolle übers Auto verloren. Deswegen sage ich immer, Leute, ist es jetzt kein Ratschlag. Das ist jetzt kein Ratschlag. Aber wenn es... sag ich mal, zu einer unvermeidbaren Kollision kommen sollte. Verhindert um alle Fälle erstmal, dass große Schäden passieren. Und wenn es jetzt eine Leitplanke ist, dann halt dein Auto lieber gerade. Und wenn du weißt, du kannst nicht mehr ausweichen und das könnte für dich richtig, richtig schlimm werden, dann bieg nicht nach rechts in die Leitplanke, was ich in das Auto reinbohren kann. Dann fahr lieber in das Auto rein. Habt ihr beide einen Schaden? Aber beide sind super, ne? Beide sind gesund. Und am Ende regelt es die Versicherung. Und der Typ kann sich jetzt nicht mit Fahrerflucht verdünnisieren, weil er weiß, ja, ich zahle das ja auch nicht. Ich will, dass meine Versicherung da zahlt.
Da wisst ihr Bescheid, Leute. Ja. Ich hasse immer sowas, wenn einer schuld ist und der andere trägt nur die Schäden. Oh nein. Fährt das Auto gerade von selbst? Oh nein. So, was ist das für ein Ort? Sieht mir auch noch einem kalten Ort, Russland vielleicht aus. Yo, was ist mit dem los? Oh nein, das ist in Polen. Das ist polnisch. Das ist Polen, Freunde. Was macht der da? Yo, er hat Golfschläger. What? Er holt immer Golfschläger raus. Hat er den Golfschläger zerstört? Naja, jedenfalls Fenster kaputt. Ah, Bruder, ey, wichtig und richtig, davon ein Foto zu machen. Aber noch wichtiger und noch richtiger ist der LKW-Mann, der das gefilmt hat. Das hätte niemand einem geglaubt. Da schäme ich mich für jeden Polen, der sowas macht, Alter, mit einem Golfschläger. Was soll denn das? Der wird im Knast landen am Ende. Genau. Da kommt dann der BMW vom FIB und verfolgt dich. Yo! Was ist denn da passiert? Boah, ich sag euch, das ist auch wieder ein polnischer Clip. Leute, Verkehr in Polen. Das sehe ich sofort an Kennzeichen, aber die Radios haben die geilste Musik. Sag mir, was ihr wollt. RMF Max, wer kennt's nicht? Bester Radiosender, Leute. Kann kein deutscher Radiosender mithalten. Keiner. Die Songs, die da sind. Gdańsk nach Danzig geht's da in die Richtung. Das klingt chinesisch. Der Crash klang nicht chinesisch. Klang eher so... Ja. Okay, da ist einfach ein Hund. Wolf. Hund. Ja. Okay. Der läuft einfach über die Straße. Okay, Freunde. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ein sehr gutes Video. Haben sich die Protagonisten des Videos auf jeden Fall sehr viel Mühe gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ihr mehr von Dashcam-Videos sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Und schreibt jetzt gerne in die Kommentare, von wem wollt ihr die Videos sehen? Wollt ihr die von euren Videos vernünftig sehen oder auch solche Art von Videos? Ich finde einen Mix aus beiden sehr, sehr nice. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.